Jawohl, Blue haben es geschafft und sich auf Anhieb den ersten Platz geholt. Allerdings nicht in der Hitlist UK, sondern in den Video- und DVD-Charts. Während sich die Menschen entrückt das meiste Werk A Year in the Life auf angucken, trudelt Fly by Two von 9 auf 10. Marilyn Manson bestreitet vehement, keinen Spaß zu verstehen. Natürlich ist Humor für mich wichtig. Manchmal mache ich Dinge nur, um mich zu amüsieren, gickelt er. Das Standard Love von 8 auf die 9 fällt, dürfte die Stimmungskanone allerdings nicht so lustig finden. Travis-Sänger Fran Haley hält überhaupt nichts von Shows wie Pop Idol. Ganz im Gegensatz zu seiner Freundin. Die hat 100-mal für Will Young gestimmt und dabei 10 Pfund verloren. Aus Portemonnaie. Diese Woche nützt Will das allerdings auch nichts. Evergreen stürzt von 4 auf die 8. Für ihre neue Single holten die Executioners zwei Herren von Linkin Park ins Studio. Das scheint alles andere als eine schlechte Idee gewesen zu sein. Die Briten fahren tierisch auf den New Metal Hip Hop ab und befördern It's Going Down von 0 auf Platz Nummer 7. Missy Elliott kann sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Hintereinander weg haben sie Eve, Maya und Nelly Furtado gebeten, doch ein bisschen an ihren neuen LPs mitzubasteln. Dass For My People diese Woche von 5 auf die 6 rutscht, dürft ihr da kaum mitbekommen haben. Während der Hitlist UK einmal ins Trudeln geraten ist, kriegt in den meisten Fällen nicht mehr die Kurve. Dass es aber anders geht, beweisen Nickelback. Die war mit How You Remind Me schon so gut wie raus aus dem Top 10, gaben dann wieder Vollgas und steigen jetzt von 6 auf 5. Prince William hat in einem Interview zugegeben, dass Queen Mom Ali G total lustig fand. Gerüchte, die alte Dame hatte sich einfach totgelacht, entbehren indes jeder Grundlage. Fakt ist, ohne seinen artigen Fan verliert Ali an Fahrt und fällt mit Mijoli von 2 auf 4. Um sich an die englische Sprache zu gewöhnen, hat Shakira Bücher von Bob Dylan und Walt Whitman gelesen und sich sogar ein Reimlexikon gekauft. Wie viel Investition war das wohl nicht? Whenever, Wherever behauptet sich weiterhin tapfer auf Platz Nummer 3. Na super! Britney Spears eröffnet ein Restaurant. Und wer muss sich um das Essen kümmern? Daddy! Da kann man nur hoffen, dass Papa Spears so gut kocht, wie das Töchterchen singt. I'm not a girl, not yet a woman stürmt volle Möhre von 0 auf Platz Nummer 2.